Ich stehe hier auf dem Hefertagedenn in Mönchengladbach am Platz des Gedenkens. Und ich frage mich, was machen die Grüntüten an den Bäumen? Mir ist aufgefallen, dass es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Deshalb ist es mir wichtig zu helfen. Wir, das Team von Behindert zu Wort, wir wollen eine Patenschaft übernehmen. Und welche werdet ihr hier in diesem Video erfahren? Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Mir ist aufgefallen, dass die Sommer in letzter Zeit wärmer geworden sind, ist dir auch was aufgefallen? Ja, gerade so massiv in den letzten 3 bis 4 Jahren. Da haben wir hier mit starker Trockenheit zu kämpfen. Das hat sich durch die massive Bewässerung der Bäume bemerkbar gemacht. Gerade jetzt so die Buchen, wo wir jetzt auch hier drunter stehen, haben massiv unter dieser Trockenheit zu leiden. Die werden immer lichter, zum Teil sind sie schon abgestorben. Was sind das denn hier für grüne Tüten an den Bäumen? Diese Tüten an den Bäumen, das sind sogenannte Bewässerungstüten. Da kann man Wasser einfüllen, 60 Liter passen da rein. Die haben unten drunter ganz kleine Löcher. Und da sickert im Laufe der nächsten 6 bis 10 Stunden diese 60 Liter ganz langsam und punktuell an die Wurzel. Und dadurch können die Bäume besser bewässert werden. Da steht denen das ganze Wasser zur Verfügung und da kann beim Gießen kein Wasser ablaufen. Die haben wir ja erst seit einigen Wochen da dran. Man kann aber schon gerade an den Stellen sehen, wo die an den Rasenflächen sind, dass der Rasen drumherum massiv wächst. Von daher gehen wir auch davon aus, dass die Pflanze da jetzt auch schon von profitiert. Allerdings haben die so in den letzten Wochen darunter gelitten unter dieser Trockenheit, dass man an der Pflanze direkt bisher noch keine Besserung sieht. Wir würden gerne eine Patenschaft übernehmen für die Bäume. Und welche Bäume würden Sie uns anbieten? Also die Idee finde ich ganz toll. Allerdings müsstet ihr da den Herrn Händelkes drauf ansprechen von Bau und Liegenschaft, weil wir als Gärtnerei sind ja nicht Besitzer des Geländes. Ja, hallo. Ich habe gehört, ihr wollt eine Patenschaft für einen Baum auf unserem Gelände übernehmen. Ja, uns ist aufgefallen, dass die Erde sehr trocken ist und die Blumen und die Bäume. Und wir würden gerne eine Patenschaft übernehmen. Und welchen Baum würden Sie uns anbieten? Oder habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ihr könntet eigentlich den Baum hier direkt neben eurem Haus übernehmen. Das wäre doch eine gute Sache. Und ihr wisst aber auch, was zu so einer Baumpatenschaft dazugehört. Also ihr müsst den ja täglich wässern. Und ihr müsst gucken, dass es dem Baum gut geht. Und ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn da zum Beispiel ein Ast abgebrochen ist oder sowas. Das kriegt ihr hin. Das machen wir gerne. Ja, super. Dann haben wir alles geklärt. Ich freue mich über eure coole Idee und auf eine gute Zusammenarbeit. Habt doch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Leider können wir nicht für alle Bäume und Pflanzen eine Patenschaft übernehmen. Aber wir können zumindest heute dafür sorgen, dass sie genug zu trinken haben. Klimawandel ist in aller Munde. Den Leuten wird immer mehr bewusst, dass wir handeln müssen, bevor es zu spät ist. Zahlreichen Organisationen beschäftigen sich mit dem Thema und üben politischen Druck aus. Nicht umsonst bilden sich Gruppen wie Fridays for Future. Daran erkennt man, wie wichtig das Thema den Menschen mittlerweile geworden ist. Grünflächen sind nicht einfach nur schön anzusehen, sondern die haben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ein Baum kann pro Jahr 10 Kilogramm CO2 speichern. Zusätzlich tragen Bäume so eine natürliche Kühlung dabei, indem sie zur Wolkenbildung beitragen. Deswegen sind Grünflächen in Städten sehr sinnvoll, da dort die Hitze nicht so einfach entweichen kann. Durch den Klimawandel haben wir immer wärmere Sommer. Das sollte jedem mittlerweile aufgefallen sein. Für die Landwirte in Deutschland stellt dies ein großes Problem dar. Nach Angaben des
deutschen Wetterdienstes war dieser Juni der wärmste und sonnigste seit den Aufzeichnungen. Das muss man sich mal vorstellen. Auch das Umweltbundesamt ist besorgt. Eines sei deutlich schon zu sehen, so das Umweltbundesamt. Als neuer Nutzer von Wasservorräten sei die Landwirtschaft dazugekommen. Wir haben uns den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen Mönchengladbach, Dr. Wojkowski, eingeladen. Er beschäftigt sich viel mit dem Thema Klimawandel. Denkst du, dass die Dürreperioden der letzten 3 Jahre ein Zeichen des Klimawandels sind? Der Klimawandel zeigt sich gerade in den letzten Jahren darin, dass die Temperaturen immer weiter steigen, dass wir immer neue Hitzerekorde haben. Und das ist eine Tendenz, die wir schon seit 15, 20 Jahren haben. Insgesamt die Temperaturen werden immer höher, es fällt weniger Regen. Und der Mensch hat einfach Einfluss auf den Klima, indem wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, heizen wir das Klima an. Und deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel daran, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass die Hitze begründet der letzten Jahre. Es ist wichtig, viele kleine Schritte zu machen, um den Klimawandel zu stoppen. Nicht nur im großen Bereich fossile Brennstoffe nicht so benutzen und regenerative Energien nutzen, sondern wirklich vor Ort Projekte anstoßen. Und da ist es sehr gut, den Bäumen zu helfen, weil die uns wieder Schatten spenden, weil die Wasser in die Luft abgeben. Dadurch entstehen Wolken. Es ist gut, vor Ort besser mit Verkehrsmitteln umzugehen, nicht so viel das Auto zu benutzen, mehr den öffentlichen Personennahverkehr, auch mal zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren. Jeder kann sein Verhalten ändern und insgesamt ein bisschen weniger konsumieren. Dann schaffen wir es auch, den Klimawandel zu verlangsamen. Wie ihr seht, kann man schon mit kleinen Dingen helfen, den Klimawandel zu verlangsamen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal und schaut euch unbedingt unser Nachhaltigkeitsvideo an.